Hallo zusammen. Wir reden heute über Studieren und Job gleichzeitig, wie das geht und ob das geht. Und da habe ich zwei junge Leute heute zu Gast im Studio bei Kublé. Und wir müssen es nacheinander machen wegen den Corona-Richtlinien, aber sonst sind wir hier 100% Corona-konform. Anessa. Hi. So schön, dass du da bist. Ich werde jetzt gleich mal hier was verraten. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ich kenne dich ja schon seit 2017. Da haben wir ein Vorstellungsgespräch gehabt bei einem Kunde von mir damals bei Crealogix. Und da haben wir eine Praktikantin oder einen Praktikant gesucht für das Marketing-Team. Und ich weiß noch, wir haben gesprochen und ich war so beeindruckt, als du mir gesagt hast, ja, das geht, das Studium nebenher. Ich kann 80% arbeiten. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir das intern dann diskutiert haben und gesagt haben, oh, ist das wirklich, kommt das gut und so. Aber wir wollten unbedingt dich. Du hast uns am meisten überzeugt. Und heute sitzen wir hier und reden über dein HWZ-Studium, wie du das gleichzeitig gestemmt hast. Schön, dass du da bist. Danke vielmals für die Einladung. Ja, das war wirklich lustig, als ich auch die Anfrage bekommen habe, weil wir haben ja die Geschichte, sage ich mal. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute über das Studium reden. Ich habe es gar nicht gleich kapiert. Als die Studiengangsleiter mir dich vorgeschlagen haben, habe ich das gar nicht so richtig realisiert, weil dein Nachname mir nicht so geläufig war. Mm. Also sehr schön, dass wir heute mal über dein berufsbegleitendes Studium sprechen. Business Communications hast du studiert, an der HWZ berufsbegleitend und eben auch die ganze Zeit 80% gearbeitet. Und jetzt bist du aber fertig, gell? Genau, also ich habe im Sommer, Herbst letztes Jahr abgeschlossen. Vielleicht muss ich noch kurz korrigieren, ich habe während den 4 Jahren 70-80% gearbeitet. Also es ist immer noch... Hast du ein bisschen getrickst? Ja, genau. Nein, also abhängig vom Arbeitgeber haben wir dann manchmal 70, manchmal 80, aber trotzdem viel, oder, für das Studium nebenbei, wenn man noch arbeiten muss. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und dann warst du erst bei Crealogix, also bei einem Fintech-Unternehmen, wo es also immer recht zur Sache ging, international und Content-Marketing und Social Media. Genau. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Während dem Studium hast du nochmal einen neuen Job angefangen? Also angefangen hat es im Bankenwesen. Ich habe ja angefangen in 2016, dort habe ich noch in der Bank gearbeitet. Einen normalen Beraterjob. Und dann ein Jahr später wollte ich einsteigen in die Marketing- und Kommunikationsbranche. Habe dann das Praktikum bekommen bei der Crealogix. Und seit 2019 bin ich dann an die Uni gewechselt, Uni Luzern. Und habe dann dort mehr Verantwortung können übernehmen, sprich Social Media können ganz managen. Von dem her habe ich während dem Studium 3-mal meinen Job gewechselt insgesamt. Eigentlich auch schon Karriere gemacht, ne? Also du hast dich da immer wieder verbessert. Das klingt immer so ein bisschen, ich habe irgendwie so und so viel mehr verdient. Aber eigentlich hast du immer noch mehr Aufgaben übernommen. Ist das so? Das stimmt, ja. Verbessert wahrscheinlich, ja, wie du gesagt hast, weiterentwickelt. Das ist so mein Lieblingswort. Und es war so gewesen, bei der Crealogix auch schon, als ich im Praktikum dann angefangen habe, ich bin von Anfang an ins kalte Wasser geschmissen worden. Und dann musst du halt wirklich alles von Anfang an neu lernen. Und dort habe ich so viel lernen. Ich habe so viel Wissen mir angeeignet und mit super Leuten zusammengearbeitet. Das weißt du ja selber. Du hast ja das Team kennt. Und genau, nachher ist nach einer Zeit einfach das Gefühl aufgekommen, jetzt habe ich mehr auch Know-how vom Studium, die ich mir angeeignet habe. Und jetzt möchte ich ein bisschen tiefer gehen in Social Media Materie. Und das Wissen vom Studium weißt, ein bisschen intensiver auch anwenden. Um das geht es ja auch in dem Studium, ne? Das berufsbegleitend, das habe ich auch im Vorfeld erst mal so richtig realisiert, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja quasi einzigartig in der Schweiz. Und genau das, diese Anwendung auch, ne, von dem, was du von den Dozierenden gelernt hast. Magst du dich da erinnern, gab es irgendwas, wo du gesagt hast, das haben wir jetzt gerade im Unterricht gehabt, also mir geht das nämlich im Moment so in meinem Studium, das habe ich doch gerade letzte Woche gehabt und dann kannst du das gerade so anwenden. Ist dir das auch so gegangen? Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz viel Modul, wo ich hatte und nachher im beruflichen gerade auch anwenden konnte. Beispielsweise Textwerkstatt, das haben wir, glaube ich, im 5. Semester kam, wenn es mich nicht täuscht. Dort haben wir verschiedene Textformen kennengelernt und wie schreibt man einen Text, wie tut man einleiten und so weiter. Das klingt alles so ganz unkompliziert und einfach, aber es ist komplexer, es steht viel mehr dahinter. Und dann jetzt an der Uni muss ich auch Text schreiben und das habe ich habe das Know-how von dort wirklich können
gut einsetzen jetzt in meinem Job. Oder auch Digital Tools, wo wir Social Media Kanäle durchgemacht haben und geschaut haben, was geht am besten, auf welchem Kanal. Und als Social Media Verantwortliche muss man natürlich das Wissen auch haben. Und das habe ich alles vom Studium mitnehmen. So schade, dass ich das nicht machen durfte mit dir. Da hätte ich ja sehr Freude gehabt, ja, zum Unterrichten. Ich könnte es immer noch nachholen. Ah, du kannst von mir, glaube ich, nicht mehr so viel lernen. Bei wem hattest du Social Media? Das habe ich beim Dominik Stöckli gehabt. Ah ja, der ist ja viel an der HWZ mit dem Thema verbreitet. Ja, ich wollte noch mal kurz auf deine Karriere zurückkommen. Ich finde es nämlich mega spannend, das hast du mir erst gestern verraten, dass du bald bei Glaswerk anfängst. Und das habe ich dir nämlich noch nicht verraten. Der Tobias Gläser, den kenne ich auch persönlich. Wir haben mal zusammen einen Vortrag gehalten vor Agenturen, das weiß ich noch. Ja. Und ich habe über ein Thema geredet, das ist bei mir irgendwie total hinten rausgegangen, ich habe über Gewichten von Content gesprochen, also über Themen, wie man die strategisch gewichten kann. Und das war völlig am Zielpublikum vorbei. Die wollten was ganz anderes. Die wollten eigentlich Basic-Handwerk von mir haben. Das ist schon viele Jahre her. Und der Tobias hat einen sensationellen Vortrag gehalten über Online-Marketing. Und ich habe seither ihn immer beobachtet, was er so macht. Ja. Was machst du bei ihm in Glaswerk? Du fängst also praktisch jetzt dann an, gell? Habe ich das richtig im Kopf? Genau, im April. Ich hatte die große Ehre, dort zu anfangen. Ich bin wirklich mega, mega gespannt drauf. Ich finde, Tobias kann Sachen so gut überbringen und er macht ja das Branding, glaube ich. Also er doziert Branding an der HWZ. Dort bin ich dann als Consultant tätig im Digital Marketing und Sales. Cool. Und es sind auch recht viele Mitarbeitende dort, die auch an der HWZ studiert haben. Also ein Mitstudent, der Milos, und Grüße an Milos, wenn er dazu schaut. Er hat auch erst gerade angefangen. Von dem her sieht man sich immer wieder. Ach, wie cool, ich gratuliere dir. Und Consultant, das sehe ich natürlich. Falls ich das nie gesagt haben sollte, ich habe das schon, seit ich dich kenne, eigentlich habe ich echt sehr großen Respekt vor dem, was du leistest, wie du bist, so als Mensch. Und Consultant, da sehe ich dich total. Also wenn ich denn endlich mal den Mut hätte, auch Leute einzustellen in meiner Agentur, dann würdest du dazu dazugehören. Du hast jetzt gerade die Kollegen angesprochen, die auch mit dir zusammen studiert haben. Wie ist denn da der Austausch? Wie muss ich mir das vorstellen im Studium? Also die schaffen ja dann auch in unterschiedlichen Branchen und das hat ja einen Wert, ne, dass die auch irgendwo arbeiten. Ja, gab es da die Basis? Also habt ihr euch austauschen können und auch das bereichert? Oder magst du dich an irgendwas erinnern dazu? Mhm. Auf jeden Fall. Man kann viel von anderen lernen, vor allem mit der Studiengruppe. Und das Gute ist an der HWZ, du bist während 4 Jahren mit diesen Leuten in der gleichen Klasse. Und auch die entwickeln sich weiter während diesen 4 Jahren. Was ich jetzt geschätzt habe, ist während der verschiedenen Arbeiten, die wir hatten in jedem Semester. Es waren viele, also ich möchte nicht etwas verschwiegen. Es waren wirklich viele und intensive Arbeiten gewesen. Und dort lernt man so viel von anderen. Beispielsweise im 6. Semester haben wir ein Konzept gemacht für das Resti, für Tänze. Vielleicht kennst du das da in Zürich, das Resti, das tibetische Unternehmen, ist wirklich super. Und wir haben für sie ein Cross-Media-Konzept erstellt. Und dort habe ich mit zwei Mitstudentinnen zusammengearbeitet. Die eine war mega Webseite-affin und die andere hat super Know-how in Kommunikation gehabt. Und dann haben wir so unser Wissen wie kombiniert zusammen. Und man sieht auch so viel und hört auch, was die anderen machen und wie es in dieser Branche läuft und wie sie deren dann, wirklich auch und kann sich auch gut austauschen. Großartig. Ja. Also ich finde das ja immer eigentlich das Wertvollste. Es ist ja jetzt im Moment mit dem Online-Studium eins der schwierigsten Herausforderungen, untereinander den Austausch auch sicherzustellen. Ich soll dir übrigens den Gruß zurücksagen von Milosch, er hat im Chat geschrieben, er ist also offenbar da. Hast du gut Werbung gemacht heute für unseren Livestream, sehr cool. Willkommen Milosch, großartig. Du hast jetzt gerade diese Living Cases, heißen die ja, angesprochen. Hattest du ein Lieblingsprojekt oder war das jetzt gerade sogar schon das vom Tenz, vom Restaurant?
Ich muss kurz spicken. Also wir haben ganz viele Living Cases gehabt. Wir haben für den FC St. Gallen haben wir ein Konzept gemacht für Energy Schweiz, für Odlo, Vivicola. Aber Tens war schon mein Lieblingsprojekt gewesen. Warum? Weil es so also eher ein kleinerer Anbieter ist als Odlo? Odlo ist ein Riesenmarkt. Ja. Ich glaube, weil wir drei als Team so für das Unternehmen in Anführungszeichen brennt haben. Wir haben auch gerne die Momos gegessen im Tens. Ich mache jetzt so gratis Werbung für Tens. Und ja, und wir haben, jeder hat so seine Steckerpferde gehabt. Und wir haben einfach super zusammengepasst als Team. Und es hat nachher ein sehr gutes Resultat gegeben und das hat uns dann nochmal bestätigt, dass wir da gute Leistungen gebracht haben. Cool, da möchte ich doch jetzt gleich, die Studiengangsleiter sind ja auch hier. Haben wir, also der Matthias Nast und der Bernhard Schweizer und auch die Petra Rickenbach sind mit im Chat und schauen zu und dann kann man das gleich mal zurückgeben an euch, dass offenbar diese Living Cases sehr gut ankommen und Dreiergruppen, sehr spannend. Ich versuche da auch immer in meinem Unterricht darauf zu achten, kleine Gruppen, besonders jetzt eben online. Ja. Das bringt mich noch auf eine Frage, wie war das bei dir? Weil du hast ja dann, warst praktisch im Endspurt, als der Lockdown kam, der erste im März. Mhm. Wie hat das so geklappt? Also ich habe das ja so ein bisschen mitgekriegt, bin dann auch neu in der Zeit zur HWZ gekommen. Wie war das für euch Studis? Du musst dir vorstellen, letztes Jahr haben wir angefangen mit der Bachelorarbeit, beziehungsweise waren kurz vor der Abgabe gewesen. Also ganz kaputt vom letzten Semester, haben die Arbeit Ende Februar abgegeben und ich bin dann erstmal in die Ferien. Als ich zurückgekommen bin, war dann ein kompletter Lockdown gewesen. Und ich muss da als Kompliment auch an die HWZ sprechen, weil ich finde, sie haben das so schnell können umsetzen, dass wir gerade auf Online-Schulung gehen können. Ich weiss, dass andere Fachhochschulen ein bisschen mehr Mühe hatten und eine gewisse Anlaufzeit gebraucht haben, um sich an das, auf das umstellen zu können. Und es war schwierig, es war nicht einfach, vor allem das letzte Semester ist auch noch mal hart, also es ist nicht einfach. Man kann dort nicht einfach gemütlich zurücklehnen. Man hat auch im letzten Semester eine grosse Projektarbeit, die man machen muss. Das haben wir dann auch innerhalb von ein paar Tagen wirklich intensiv über Zoom oder über Microsoft Teams dann müssen machen. Der Austausch hat gefehlt, auch mit neuen Dozierenden, die wirklich super gewesen sind. Die hätte ich gerne mal live erlebt. Aber ich finde, wir alle haben das Beste aus der ganzen Situation gemacht. Und schade war natürlich, dass wir dann Diplom-Feier nicht können so durchführen, wie sie ursprünglich geplant war. Hm. Wollt ihr die noch nachholen eigentlich? Gibt es da noch eine große Party dieses Jahr? Das weiß ich nicht. Könnte ich mich ja dazu mogeln, weißt du, ihr so als Studierende. Das könnten wir noch machen, ja. Sonst machen wir einfach eine. Mhm. Also wenn das Ganze vorbei ist, auf jeden Fall. Also herzlichen Glückwunsch, du hast sehr gut abgeschlossen. Danke. Ich hätte noch eine Frage. Du hast jetzt gerade gesagt, das war ganz happig so am Schluss. Das ist ja so typisch, ne? Das zieht dann nochmal richtig an. Ja. Und dann hast du irgendwie Vollgas und gearbeitet und Lockdown oder so, fast Lockdown. Man wusste, das zielt wieder auf das ab. Mhm. Und dann, dann ist irgendwie Weihnachten und dann fällt alles runter. Mhm. Und was machst du denn jetzt mit der vielen Freizeit? Es ist schwierig, sich überhaupt an die Freizeit zu gewöhnen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich ein paar Monate gebraucht nach dem Abschluss, um mir klar zu werden, hey, ich bin jetzt fertig. Ich kann jetzt nur arbeiten, ich muss jetzt nicht noch nebenbei noch eine Projektarbeit fertig schreiben. Und man kann jetzt schon so eine gewisse Identitätskrise. Man muss schon noch mal evaluieren, was will ich überhaupt. Jetzt habe ich das Ganze, jetzt habe ich den Fakten, was mache ich jetzt mit dem? Und es hat schon ein paar Monate gebraucht, wo ich mit mir selber auch haben müssen, ja, zusammensitzen und Klartext reden, auf gut Deutsch gesagt. Und was ich so für mich entdeckt habe, ist beispielsweise Malen. Ich habe das früher nie gemacht. Ich dachte, komm, ich würde es jetzt mal ausprobieren. Mit Acrylfarben, mit Wasserfarben und so weiter. Lesen, ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, viel zu lesen und ganz verschiedene Arten von Büchern. Und irgendwie geht die Zeit doch noch schnell vorbei, auch wenn man noch daheim sitzt. Liest du Papier oder Kindle? Ja. Oder? Nein, das geht nicht. Papier? Papier, ja.
Ich habe es gerne, wenn man es dann so im Bücherregal sieht. Ah, ja, wenn es dann immer mehr und mehr Bücher werden. Das ist bei mir das Gegenteil. Ich strebe den Minimalismus an. Ich will nicht so viel Zeug rumstehen haben. Ich bin sonst mega minimalistisch, aber bei den Büchern. Bücher, die müssen sich stapeln. Ja, ah, cool. Ja. Weißt, ich bin meist den ganzen Tag am Screen, auf dem Handy, am Laptop und dann würde ich... Das hat was, absolut. Papier haben. Ja. Was liest du im Moment? Ein Thriller lese ich momentan, das heißt Dunkel. Autorin weiß ich nicht. Aber spannend. Ja. Obwohl ich sage ja immer, Papierbücher haben einen großen Vorteil, genau wie Papier-Handouts. Du kannst nochmal nachgucken, wer das eigentlich ist. Online kriegst du nur am Anfang oder auch im Kindle, du siehst immer nur am Anfang den Autor oder die Autorin. Mhm. Und dann irgendwann vergisst man das. Das finde ich eigentlich an Papier eigentlich noch was sehr Cooles. Ja, genau. Ich wollte nochmal ein bisschen nachfragen mit dem Malen, weil ich finde das nämlich auch was sehr Interessantes von dir. Gell, du hast kein Bild mitgebracht, was wir hätten zeigen können. Ich habe es mitgebracht, aber es ist eine Tasche. Aber es ist wirklich nichts Spektakuläres. Ich lasse mich da von verschiedensten Quellen inspirieren. Als Social Media Verantwortliche muss man natürlich auch die neuesten Kanäle erkunden, also sprich TikTok. Und dort, ich finde das super als Inspirationsquelle. Dort habe ich auch verschiedene Arten von Malen und kreativen Arbeiten entdeckt und dann einfach dementsprechend nachgemacht. Hast du selber einen TikTok-Account? Nein, noch nicht. Mal gucken, ob wir dir noch was abschwätzen können, dass man deine Bilder noch irgendwo sehen kann. Dann könnten wir die nämlich noch im Chat später teilen. Ja. Ich schaue mal schnell. Ach guck, der Matthias hat vorhin im Chat auch Hallo gesagt. Kommt die Frage, die ich gerne noch übersetzen würde für dich. Also du musst ja gar nicht lesen, ne? Das ist ja heute alles meine Aufgabe. Ob es auch Living Cases gab in der Zeit, wo ihr nur online gearbeitet habt? Oder gab es Living Cases, wo ihr online bearbeitet habt? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist das Energy Case gewesen. Man hat ja im 8. Semester das Projektseminar, wo man ein paar Tage dann eigentlich weggeht. Ich weiß gar nicht, dort weiß ich gerade nicht, aber man geht mit der ganzen Klasse geht man in ein Hotel oder in ein Hostel und tut dann dort vom Arbeitnehmer dann einen Case bearbeiten. Und dann ist man wirklich intensiv während diesen Tagen dran mit dem Team. Und wir haben das dafür machen für Energy Schweiz. Es war wirklich spannend gewesen, aber auch sehr anstrengend, weil alles über Microsoft Teams gegangen ist. Man sieht die Leute nicht direkt. Aber wir haben irgendwie auch dort wieder einen Ausgleich gefunden. Wir sind täglich spazieren, also jeder für sich, jeder einzeln, und haben auch gute Pausen zwischendrin gemacht. Ja, das ist so, so wertvoll und wichtig im Moment. Gell? Ich habe jetzt letzte Woche mal eine Studiengruppe tatsächlich nach der Mittagspause mit dem Podcast rausgeschickt, habe die rausgeschickt und habe gesagt, wir gehen jetzt alle zusammen spazieren und hören den Podcast. Ja, dass du einfach auch mal wegkommst. Das finde ich super, dass ihr das auch gemacht habt. Aber eben, also das zeigt eigentlich auch, es funktioniert oder man kann das machen. Und umsetzen, und das haben wir ja alle jetzt gelernt, also Dozierende, Studiengangsleitungen und eben auch die Studis natürlich. Es ist nicht einfach, das verstehe ich. Und wenn man den ganzen Tag vor dem Screen muss sitzen, ist es wirklich nicht einfach. Aber ich hoffe, dass es irgendwann das Jahr noch möglich wird, um vor Ort dann können studieren und dozieren. Ja, das hoffen wir natürlich alle, ne? Ich habe schnell noch eine Frage. Seid ihr Studenten eigentlich untereinander noch in Kontakt jetzt? Oder wie stelle ich mir das vor? Gibt es da irgendwie eine Community, eine WhatsApp-Gruppe? Oder wie läuft das heutzutage? Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die ganze Klasse. Ich glaube, wegen Corona ist es einfach recht ruhig. Also ich habe schon meine einzelnen Kolleginnen, wo ich mich wirklich täglich, wöchentlich höre. Mit dem Milos, wie gesagt, darf ich ab April zusammenarbeiten. Ich schiebe es jetzt mal auf Corona, dass wir es nicht so oft hören und sehen, vor allem nicht. Ich würde es ja auf die App tatsächlich schieben. Ich schimpfe ja immer mit meinen Studierenden und sage immer, baut euch eine dauerhafte Community auf, irgendwo in LinkedIn oder Facebook oder wo auch immer. Weil WhatsApp ist natürlich eine Echtzeitkommunikation, wo dann irgendwann abflaut. Bin gespannt, ob das wieder tut. Du bist ja eine ganz andere Generation, wo natürlich auch anders kommuniziert. Ich habe noch eine Frage, bevor der Yannick kommt, der Yannick Bechler, der steht nämlich auch schon parat. Und zwar,
Ich würde gern ein bisschen mehr, wir bei uns an der Habezeit im Center for Marketing, auch eine Community aufbauen, wo wir wertigen Inhalt produzieren, zum Beispiel eben die Livestreams und Webinars und Studien zur Verfügung stellen. Mhm. Der Yannick und du, ihr wärt eigentlich Member Nummer 1. Hättet ihr Lust auf sowas? Also ist das ist jetzt eine ganz eigennützige Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wir können nur voneinander profitieren. Und wenn ihr so etwas möchtet aufziehen und wir Member Number One sind, auf jeden Fall. Müssen wir noch so einen blauen Button machen. Genau. Beziehungsweise eine Maske, wo dann Hashtag 1 oder sowas draufsteht. Genau. Anessa, ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Ich hoffe, wir werden noch viel von dir sehen und hören. Eben bei Glaswerk wirst du ja auch als Consultant wahrscheinlich sichtbar werden, noch sichtbarer. Und ich freue mich wirklich sehr auf deinen weiteren Werdegang. Danke vielmals für die Einladung, hat Spass gemacht. Vielleicht noch als letztes Abschlusswort. Ich habe ein paar Infoveranstaltungen gemacht an der HWZ für Studieninteressierte. Und ich habe wirklich die häufigste Frage bekommen, 80% arbeiten neben dem Studium, geht das wirklich? Oder ist das nur so eine Marketingmasche, die die HWZ anwendet? Und da habe ich immer gesagt, ja, es geht. Aber mit viel Aufwand. Mit viel Aufwand. Man muss Arbeit reinstecken, aber am Schluss lohnt es sich. Und die 4 Jahre, die gehen so schnell um. Ich finde das ja eben genau das Tolle. Man sieht das auch den Studierenden an, die dann an so einem Studium mitmachen. Also inhaltlich, weil eben diese Praxis ist natürlich auch ein richtig großer Rucksack. Der wird immer größer und der macht das ganze Studium ja wertiger. Ich glaube, das wird noch unterschätzt. Das ist eben der Aufwand einerseits. Klar, den scheuen wir irgendwie alle. Der Mensch ist per se lieber bequem irgendwo durchkommen. Mhm. Aber andererseits eben dieser große Wert von dem Berufsbegleiten. Schön, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Auf jeden Fall. Danke vielmals. Danke dir so. Schön. Dann bereitet sich jetzt der Yannick vor. Der Yannick ist im Moment noch am Studieren. Er ist, glaube ich, im 5. Semester. Das werden wir jetzt gleich von ihm hören, aber er ist jetzt am Desinfizieren. Das sind so die Gesten, die man heutzutage macht. Erstmal Maske ab und desinfizieren. Yannick, es freut mich auch sehr, dass du da bist. Dich kenne ich erst seit zwei, drei Wochen, seit der Matthias Nast vorgeschlagen hat, lad doch den Yannick ein. Wir hatten natürlich ganz viele Köpfe auch, Ideen und man hätte viele junge, tolle Leute einladen können. Aber bei dir ist auch was sehr Interessantes. Du hast, komme dann später noch drauf, mit deinem Team, dass du auch mit, lustigerweise, mit ehemals Studierenden zusammenarbeitest. Schön, dass du da bist und dass ich dich jetzt in dem Rahmen noch besser kennenlerne. Hallo Yannick. Ja, vielen Dank, darf ich da sein und ich bin gespannt auf unsere Diskussion. Yannick, hast du die Yoga-Atemübungen gemacht, hinten Backstage? Ja, ich habe ein bisschen Schnaufübungen gemacht, ja. Nervosität ist natürlich da. Und es gehört auch dazu zu meinem Job. Wenn ich Präsentationen habe oder wenn ich sonst irgendwann muss moderieren, mache ich die Schnaufübungen und die tue mich ein bisschen runterfahren. Du hast vorhin mal so ganz, noch bevor wir angefangen haben, so ganz nebenbei irgendwie erwähnt, du hast schon mal ein richtig großes Event moderiert. Wie viele Leute waren da? Ja, das ist ein intens Unternehmens-Event gewesen. Und da sind die Familie mit eingeladen gewesen, also so ein Summenfest quasi. Und da sind schon bis 2000 bis 2500 Leute in dem Zelt drin gewesen, wo ich durfte. Moderation machen. Alle Achtung. Also das würde ich mir nicht zutrauen, so viele Leute zu moderieren. Aber am Ende sind Menschen, ne? Und irgendwie kommt man durch. Und dann bist du auf die Atemübungen gekommen, die immer anzuwenden. Sehr cool. Genau, ja. Mal sehen, ob ich dich auch noch auf die Yogamatte kriege irgendwann. Könnte schwierig werden, aber ich kann es versuchen. Also auch du machst im Moment dieses berufsbegleitende Studium und schaffst auch 80% nebenher. Wie geht das für dich so? Erzähl mal. Ja, es ist streng. 80% ist das Maximum, was die Schule vorgibt. Und bei vielen Arbeitgebern ist halt ein bisschen die 80%, wenn man eben dran studiert, ist ein bisschen der Richtwert. Und es ist streng, auch wenn man einen verantwortungsvollen Job hat und nebendran noch studieren. Das ist, es ist machbar natürlich, mit Fleiß und guter Organisation, aber es ist streng. Es ist eine Herausforderung. Das haben wir ja auch besprochen. Das darf unbedingt Platz haben hier. Das ist ja extrem wichtig, weil es hören uns ja auch potenzielle Studierende zu. Wie läuft das im Moment mit dem Online? Ist das eher noch anstrengender als sonst oder weniger? Oder wie geht es denn damit im Moment?
Also zuerst muss ich sagen, Danessa hat vorhin recht gehabt, HWZ, wie sie den Wandel hat gemacht und die Reaktion, das war wirklich blitzschnell gewesen, wenn ich so darf sagen. Man sieht oder man merkt, die Studierenden sind immer im Vordergrund gewesen, dass der Unterricht kann weitergeführt werden in irgendeiner Form. Und das hat HWZ wirklich sehr gut umgesetzt. Und es ist schon eine kleine Veränderung. Also man muss zum Beispiel irgendwo von Bern kommen, sparen 2 Stunden. Pro Tag, weil ich nicht auf Zürich pendeln. Aber andererseits, man muss sich anders organisieren. Es ist daheim, von daheim aus, auf dem Laptop. Man hat nicht mehr den Austausch und man hat auch seine Kontakte nicht, die nebenan physisch. Ja, es geht halt allen so. Ja. Ist lustig, jetzt werden bestimmt alle denken, ich habe euch so gebrieft, ihr müsst es unbedingt sagen, wie toll das gelaufen ist bei uns. Aber das ist im Fall wirklich echt. Gell? Ich habe das nicht mal gedacht, dass sie das erwähnen, die beiden. Aber ist halt so. Danke natürlich für das Kompliment, das geben wir weiter, beziehungsweise Sie hören ja auch zu. Ich habe noch, Prüfung ist irgendwie noch so ein Thema, das ist gerade viel auch durch die Medien gegeistert. Ihr hattet ja jetzt auch, wie war das? Also war das zu stemmen oder habt ihr da gesagt, oh Gott, bitte nie wieder in meinem Leben oder auch da irgendwie, dass man sagt am Ende, oh, war eigentlich okay. Wie lief das ab? Ja, Mädchen. Auch die letzten Semester haben wir jetzt Prüfungen online gehabt, also von daheim aus. Und das ist schon eine starke Veränderung, würde ich sagen, auch in der Art, wie du lernst. Weil es ist jetzt zum Beispiel in den letzten Prüfungen ist nicht ganz klar gewesen, ob sie vor Ort stattfinden oder online. Und es hat dann zu online geswitcht und da, klar, tut man sich anders vorbereiten, als wenn sie vor Ort sind. Warum? Weil sie sind Open Book. Es ist Open Book Prüfung, also man kann alles nachschauen, aber der Zeitdruck besteht. Also die Prüfungen sind schon so konzipiert, dass man den Stoff so muss lernen, dass man es schon im Griff hat und nicht viel Zeit hat, um nachzuschauen. Ja klar, das haben sich ja auch schlaue Köpfe überlegt und mit Hochdruck daran gearbeitet und offenbar mit gutem Ergebnis. Sehr schön. Und du hast von das Pendeln von Bern angesprochen. Das ist natürlich, das geht uns, glaube ich, allen so. Ich merke, dass ich auch im Moment viel mehr schlafe zum Beispiel, weil einfach so mindestens eine halbe Stunde hat man mehr, die andere halbe habe ich schon wieder verplant, schon wieder in der neuen Routine. Wie kommst du denn da auf die Idee, von Bern in Zürich zu studieren? Ja, das ist das einzigartige Studium, und zwar auf Fachhochschulniveau. Also der Werbeblock. Ja, nein, es ist ja so. Es gibt noch ein Kommunikationsstudium an der Universität in Freiburg, aber das ist, wie ich schon erwähnt habe, die Universität, da braucht man einen Maturabschluss und nicht nur einen Berufsmaturabschluss. Und es ist, für mich ist, ich habe schon ein paar Kollegen, Arbeitskollegen und auch meine Chefin, die das Studium hat absolviert und nur Gutes hat erzählt. Und dann denke ich, ja, das muss ich mal anschauen. Bin ich ja gespannt, ob die jetzt gerade da sind. Komm, wir grüßen die zweimal. Die sollte da sein, ja. Ja? Ja. Also Sandra Ruckstuhl und Jasmin Joller, ah, dort ist die Kamera für die Gäste, für die Zuschauer. So, so cool, dass ihr mit dem Yannick arbeitet. Ich kenne die beiden Ladies natürlich aus Social Media. Und du darfst jetzt liebe Grüße senden, auch an deine Großeltern. Hallo zusammen. Schön weiterarbeiten. Was machst du denn dort mit den beiden? Also wo schaffst du? Und du schaffst dort 80% auch, ne? Genau. Erzähl mal was über deinen Job dort. Ich arbeite bei CSR Behring, das ist eine Pharmafirma im Herzen von Bern, wo wir auch produzieren. Und das ist eine globale Firma und ich habe dort auch eine globale Rolle in der Kommunikation. Also jetzt meine Arbeitskollegen, sie sitzen in Australien, in Amerika, aber auch in Deutschland, England. Und ich bin auch der Berufsbildner von der Mediamatiker und darf jungen Mann in seiner Entwicklung helfen und beraten. Und das finde ich sehr schön und es erfüllt mich auch stark. Ja, das ist ja auch schon wieder, ne, so ein Karriereschritt, wo ich denke, so wow, in deinem Alter schon Lehrlinge oder Lernende ausbilden, ja. So rum. Alle Achtung. Und in der Pharmaindustrie, also ihr schafft einfach im Moment ganz normal, also Studium und Arbeit ist im Moment auch so wie immer. Ja, also momentan haben wir Homeoffice-Pflicht für die Woche. Mhm. Natürlich im operativen Geschäft ist das nicht möglich. Mhm. Aber wir tun das Homeoffice, die Homeoffice-Pflicht, die vom Bundesrat vorgegeben wird, natürlich beachten. Und ja, das
ist eine Herausforderung zum Teil. Man sieht auch nicht mehr seine Arbeitskollegen. Man hat den Austausch nicht mehr, oder? Vielfach hat man noch bei einem Kaffee den Austausch gehabt. Den hat man leider nicht mehr. Dafür halt digital anders von daheim aus. Guck, da schreibt gerade der Robin Locher, schreibt Gruß aus Bern, Janik. Welche Vorteile ziehst du aus der Doppelbelastung für dein Berufs- und Privatleben? Oh, das ist aber auch eine spannende Frage. Vorteile jetzt direkt, ne, aus dieser Doppelbelastung. Stimmt, wir reden die ganze Zeit über so, oh, das ist ja schon streng und so, aber es ist machbar. Was, erzähl mal. Das ist eine gute Frage. Merci, Robin. Vorteile sind sicher die Erfahrung. Die Erfahrung, die man macht. Man lernt zu beissen. Man lernt sich müssen zu organisieren, weil ohne gute Organisation, Selbstorganisation geht es nicht. Und man lernt auch bis mal spät in der Nacht eine Arbeit schreiben und das perfektionieren. Und das gemeinsam mit dem Job ist schon ein Vorteil für mich, die Entwicklung, auch für die persönliche Entwicklung in Zukunft. Aber du hast ja noch ein paar andere Joker mit deinem Sport, ne? Also wo du auch noch irgendwie unterbringst, aber was wahrscheinlich auch für deine Work-Life-Balance gut ist. Was machst du denn da zum Ausgleich? Ich bin zwei Vereine, Fußball und Unihockey. Da betätige ich mich sportlich. Momentan geht es leider nicht. Aber das ist für mich der perfekte Ausgleich. Da kann ich mich auspowern. Da denke ich nicht an das Studium drüber nach. Da denke ich nicht an die Sachen, die ich im Büro noch machen sollte. Sondern da kann ich wirklich einfach mal die Seele baumen und einfach Gas geben und das nicht mehr das ganz ausblenden. Entschuldigung. Schon gut. Was machst du denn jetzt als Ersatz? Also, was sagst du, auspowern ist dir wichtig? Ist dann Joggen, oder? Ja, es gibt nicht so viel, was man machen kann. Ich gehe joggen. Ich bin nicht so der Jogger, ich habe das nicht so gerne. Aber zwungenermassen muss ich jetzt das machen und habe ein paar kleine Geräte daheim. Die Yoga-Matte fehlt noch, aber die könnte ich mir vielleicht noch dazu. Ich arbeite noch dran. Ich mache ja manchmal einfach so als Pause, weil mir eben auch dieses Auspowern so fehlt, mache ich einfach mal ein paar Liegestütze oder sowas Irres, wo ich manchmal denke, oh Gott, echt, du wirst langsam bist am Durchdrehen. Und dann kommt meine Babykatze, die seit einem Monat bei mir wohnt, dann denkt sie immer, ich spiele mit ihr und krabbelt drunter und dann kann ich wieder nicht ganz runtergehen. Und ja, also der Sport ist gerade sehr eingeschränkt. Ich würde noch mal gerne aufs Studium zurückkommen. Wir haben vorhin über diese Living Cases auch gesprochen. Hast du irgendein Lieblingsthema oder auch, wir haben ja vorhin schon, ich weiß ja, wer dein Lieblingsdozent ist. Sollen wir es doch verraten? Komm, es ist ein Livestream. Mach es verraten, ich bin offen. Komm, sag's mal, da können wir ihm gerade gute, beste Wünsche sehr schicken. Sehr gerne, ja. Herr Dr. Hugo Bicci, ich wünsche euch sehr gute Besserung und danke euch für die Tipps für den heutigen Livestream und würde mich freuen, euch wieder mal im Unterricht live können zuzulassen. Es hat kein Corona, gell? Alles gut. Nee. Glücklich gestürzt. Danke und Lieblingsthema in dem Fall war das tatsächlich moderieren und mit Medien arbeiten und Medienauftritt, ne? Solche Themen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele coole Themen, die wir hatten. Das ist ein Teil davon sicher, die ganze Moderation, die ganze Rhetorik, das Präsentieren, was für mich natürlich selbstverständlich zu einem Kommunikationsstudium gehört. Aber jetzt in diesem Semester haben wir auch Nachhaltigkeit, CSR und Ethik gehabt. Und da merkt man, dass sich die Schule weiterentwickelt. Und das war ein wichtiger Aspekt, gewesen, auch in Bezug jetzt zur Konzernverantwortungsinitiative, die wir letztes Jahr abgestimmt haben. Das passt genau in das Thema rein. Und das haben wir in einem Modul aus ganzes Fach haben wir das besprochen und auch sie auch dazu geprüft worden. Sehr intensiv auch. Ne? Ich wollte jetzt eigentlich noch schnell auf ein anderes Thema eingehen, aber ich stelle das zurück, weil der Toni hat noch eine gute Frage gestellt. Jetzt geht es um die Veggie-Wurst und zwar, ob du wirklich jede Woche das schaffst, zum Sport zu kommen, trotz der Doppelbelastung. Ja. Hand aufs Herz? Hand aufs Herz, ja. Und zwar in beiden Trainings. Also das heisst, am Montag Fußballtraining am Montag und Donnerstag Unihockey-Training. Und das geht jetzt leider nicht mit dem Corona, aber man muss sich gut organisieren und es ist mehr Plausch, also es ist nicht eine richtige Meisterschaft, ist schon, aber es ist mehr wirklich nicht so eng getaktet, wie jetzt bei einem professionellen Verein, sage ich jetzt mal, kann ich es auch nicht sagen, aber bei einem semi-professionellen Verein, wo man wirklich Ambitionen hat und das dient nur zur Ausdauer und man schafft es mit einer guten Organisation, schafft man das auch, die zwei Trainings in der Woche zu erreichen. Sehr cool. Also super, weil ich muss gerade wirklich sehr an mir arbeiten, dass ich eben regelmäßig mich auspower.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, ihr habt so tolle Module auch, also so Entrepreneurship, Soziologie, wo ich finde, wow, also wenn ich heute eine Weiterbildung mache, dann bin ich immer sehr fokussiert auf Marketing und Kommunikation oder auf andere Themen. Erzähl mal, Entrepreneurship, das eventuell kommt das bei dir erst, ne? Ja, das kommt erst noch, ja. Und noch von einem anderen Modul, irgendwas, wo hängen geblieben ist, wo du sagst, also neben dem natürlich mit dem Hobobici, erzähl mal, was mich da so erwartet. Also wie läuft denn sowas ab? Man hat, ich finde es sehr vielfältig, man fährt ehrlich das Assessment an, die ersten zwei Semester hat man Geschichte. Was am Anfang sagt man, ja, aber was will ich mit Geschichte in einem Kommunikationsstudium, oder? Aber man kommt dann mit der Zeit, merkt man dann mal, es ist wichtig und ich finde es essentiell, dass man das jetzt drin hat, dass man auch die Kulturen versteht. Als Kommunikationsfachfrau und Kommunikationsfachmann hat man viel mit Menschen zu tun. Und da kann man dann gewisse Zwischen- oder Zusammenhänge und gewisse Reaktionen oder wie man so kommen muss, benennen, kann man dann aus diesem Modul von Geschichte herausnehmen. Ah, das finde ich super. Weißt du, was mir auffällt, ist mir auch bei der Anesha vorhin schon aufgefallen, gendergerechte Sprache, das ist wirklich ein großes Thema und ich arbeite deswegen so gerne mit jungen Menschen zusammen, weil das euch einfach so normal über die Lippen geht. Ich hatte letztens mal einen Gast bei mir im Unterricht und die Person, der hat immer gesagt, der Kunde und der Chef und so, und das hat mich immer ganz nervös gemacht. Ich habe immer gedacht, oh Gott, und ich nehme das sehr wohlwollend zur Kenntnis, das fällt mir echt auf, wenn ich mit Bachelorstudierenden spreche, dass das so selbstverständlich ist. Und das liegt natürlich auch am Setting im Studium, wo wir Wert drauf legen. Also cool. Auch beim Schreiben schaut man, wird immer darauf geschaut, dass man gendergerecht schreibt. Wir haben sogar ein extra Formular, das von HWZ vorgegeben wird, wie man gendergerecht schreibt. Und ich finde das auch wichtig und das gehört einfach dazu. Sollte selbstverständlich sein, aber eben wir, also ich bin natürlich auch noch in der Welt aufgewachsen, wo das der war und der Chef und man gar nicht gemerkt hat, was man eigentlich falsch macht. Ja, wie ist es mit dir, mit unserer Community? Weiterlernen, in Kontakt bleiben, Marketing, Studien, ab und zu mal was runterladen. Hättest du Lust drauf? Ja, auf jeden Fall. Müssen wir euch beiden Member Number One geben, weil es geht ja gar nicht, dass wir da eins und zwei machen. Nur weil du gesagt hast, Ladies First, du hast Anessa de Fortschritt gegeben. Man kann immer noch sagen, gegeben. Ladies First. Auf welcher Plattform würdest du das erwarten? Würdest du sagen, auf LinkedIn als Gruppe oder als Chat, ihr mit euren Chatgruppen auf WhatsApp oder auf Signal? Oder auch eine eigene Website, wo du weißt, da kann ich mal hingehen, wenn ich mal was Spannendes suche, wenn ich was recherchieren will oder auch schnell ein Webinar machen will? Also ich würde so zielgruppenspezifisch abhängig machen, aber sicher die gängigen Social-Media-Plattformen würde ich sicher brauchen, würde ich sicher verwenden. Und Webseiten-Landing-Page, das ist enorm wichtig, das aus Dreh- und Angelpunkt eigentlich. Und da würde ich nicht Nein sagen, absolut. Das sagt der Profi. Wir haben übrigens, wir bauen gerade eine Telegram-Gruppe auf, in LinkedIn folgt Gruppe und Focus-Page, natürlich neben der HWZ-Seite. Telegram haben wir hier im Hub auch, könnt ihr auch dort abonnieren, wenn ihr möchtet. Wäre vielleicht ein guter Moment, endlich mal WhatsApp Goodbye zu sagen. Signal und Threema, selbstverständlich, wären noch sicherer, aber Telegram bietet halt hier gute Möglichkeiten und guten Zugang. Jetzt schauen wir mal noch, was an Fragen kommt, die Nadja Meier schreibt. Wie ist das, wenn einem gewisse Kurse nicht liegen? Was kann man da machen? Oh, sehr spannend. Passiert, wenn Kurse nicht bestanden werden? Genau, also zwei Fragen eigentlich. Also wenn einem was nicht liegt, wenn man sagt, das ist so ein Thema, fällt mir eher schwierig. Und das andere, wenn man mal nicht bestanden hat, durch diese fortlaufenden Prüfungen und Assessments. So, sehr gute Frage, merci Nadja. Zur ersten Frage, also es gibt immer Kurse und Module, die einem nicht gefallen, wo man sich vielleicht weniger interessiert für die. Was war es bei dir? Das hat ein paar gegeben. Dann lassen wir es lieber weg. gehen wir lieber weiter. Aber es gibt es, das kann man unbestritten sagen. Und der Tipp für mich an dich oder an euch ist, tut euch mit den Studiengruppenkameraden zusammensetzen, tut es zusammenlernen. Find jemanden von Studiengruppen, der in diesem Thema stark ist und tut es zusammen wie von Anfang an aufbauen und zusammen die Aufgaben lösen. Und dann verstehst du dann auch das Denken von dieser Person. Und da bin ich garantiert sicher, da musst du die zweite Frage nicht mehr stellen, was passiert, wenn du mal nicht durchkommst.
Und ja, genau zu dieser zweiten Frage. Es kann sein, dass man mal eine Prüfung nicht besteht. Und da hat man die Möglichkeit, die Prüfung zu wiederholen. Es ist modulspezifisch geregelt. Also man hat zum Beispiel in einem Modul hat man 3 verschiedene Kurse. Und dort braucht man einen Schnitt von 4.0. Mhm. Und großzügig. Wenn man da mal einmal in einem Fach oder nicht das 4.0 erreicht oder auch in einem Fach oder in einem Kurs unten 3.0 ist, dann muss man das Fach wiederholen. Automatisch, auch wenn man den Schnitt vom ganzen Modul über eine 4 hat. Und ja, da kann man ganz einfach den Kurs noch einmal wiederholen. Man kann das noch einmal neu aufrollen. Mhm. Und finde das eine gute Sache auch. Ich persönlich darf noch einmal eine Runde machen im Kurs. Und es ist belastend, man hat den Druck, aber man geht mit einer anderen Motivation dahinter. Nadja, ich hoffe, deine Frage ist so beantwortet. Der Matthias Nast, einer der beiden Studiengangsleiter, hat auch gerade geschrieben, er kann das in dem Telefonat noch mal genauer, ausführlicher erklären, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, wie man damit umgehen kann. Ich habe vorhin noch, der Milan hat noch geschrieben, das war weiter oben im Chat, das ist dein das ist Auszubildender. Milan, ja. Das ist ja großartig. Genau. Der sagt dir, Yannick, er macht das wirklich toll, so viel auf einmal mit voller Energie und ich bekomme alle Unterstützung, die ich mir wünsche. Ach, sehr großartig. Und der Marvin haben wir vorhin schon mal gesagt, ne? Grüße aus Bern. Jetzt haben wir... Deborah schreibt noch, Herr Yannick, wie schwer ist es als Student, einen interessanten Nebenjob zu finden? Sehr kluge Frage, an die hätte ich nicht gedacht. Danke, Deborah. Gerade jetzt zu Zeiten von Corona, liebe Grüße. Hast du ein paar Tipps, Tricks? Wie kommen die jungen Leute zu einem Nebenjob? Es ist zum Job. Also, momentan, und so kenne ich es auch vom HR, ist Arbeitserfahrung wird sehr hoch geschätzt. Und wenn man noch nicht so viel Arbeitserfahrung hat, würde ich zuerst mal versuchen, in einem Coop zu arbeiten und Praktikum zu machen. Irgendwo Einstieg finden, irgendwo in die Berufswelt, in die Berufserfahrung reinzukommen. Und dort macht man sich dann auch noch Kontakt und kann so wie weiter schauen und sich weiterentwickeln. Und das kommt mir jetzt dann zum zweiten Punkt. Also, Kontakt ist schon Zahl und auch. Also braucht ihr Kontakt, tut die Kontakt anschreiben, ungeniert und mit Vitamin B kommt man da schnell zum Job. Jetzt hast du mir meine Pointe geklaut, das wollte nämlich ich eigentlich sagen. Also tatsächlich Netzwerken, LinkedIn sichtbar werden und auch unsere Dozierenden und Studiengangsleitenden. Also wir kriegen auch immer mal wieder tatsächlich, dass jemand schreibt, hey, wir suchen da gerade jemanden. Ich teile noch oft in Social Media auch solche Jobangebote. Ich habe ein einigermaßen großes Netzwerk, also in LinkedIn vernetzen mit Menschen, die man kennt oder auch getroffen hat im Studium, zum Beispiel mit den Dozierenden und mit den Studiengangsleitern. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Idee. LinkedIn ist eine super Plattform für das. Und ich tue auch meine Kollegen dazu ermutigen, sich ein gutes LinkedIn-Profil zu machen. Wir haben ja auch ein Training gehabt vor der Schule aus HWZ. Extra zweimal einen halben Tag lang haben wir das Training gehabt, nur für LinkedIn. Wie tut man ein gutes LinkedIn-Profil erstellen? Wie ist man wirksam? Wie wird man gesehen? Toll. Und das ist sehr wichtig. Ja. Das darf übrigens ich demnächst machen. Aber wir sehen uns ja dann nicht mehr. Ja, kannst du mich einladen, bin gerne dabei. Kommst du nochmal, genau, ja. Nochmal refresh. Bis dahin sind dann die Stories ausgebaut. Und so. Wir haben noch eine Frage vom Roman Heitz, die haben wir vorhin ein bisschen ignoriert. Entschuldige bitte, Roman, ich hoffe, du bist noch da. Wie gestalten sich die Teamprojekte? Ist es online angenehmer oder anspruchsvoller? Vielleicht auch mal ein bisschen über Tools plaudern. Mhm. Wie macht ihr das? Sehr gute Frage, Roman. Es ist, Teamprojekt, was ist angenehmer? Es kommt ganz aufs Thema drauf an, würde ich sagen. Es ist immer angenehmer, eigentlich im Team zusammen in einem Raum zu sein. Vor allem, wenn es dann auch um eine Präsentation geht. Wir haben das ein paar Mal versucht, jetzt so in diesem Semester. Aber das ist wegen Corona zum Teil nicht gegangen oder wegen der Quarantäne. Weil jemand von der Gruppe in Quarantäne musste und da hat man sich nicht können physisch irgendwo treffen. Und man lernt dann mit diesen Tools umzugehen, zum Beispiel Teams. Die HWZ arbeitet stark mit Teams und ich finde, das funktioniert hier super.
Und man muss halt neue Möglichkeiten suchen, kreativ sein, wie man auch zusammen den Austausch stattfinden lässt. Und wenn ihr so im Team unabhängig vom Unterricht arbeitet, in kleinen Gruppen, wie macht ihr das dann? Kommen dann noch andere Tools zum Einsatz? Nein, das ist vor allem auch über Teams. Wir haben alle Dokumente, die ganze Teams wird ja von der Schule zur Verfügung gestellt und dort sind auch alle Dokumente drin und alle Teamsgruppen. Und durch das ist echt Teams das automatische Tool, das wir gesetzt brauchen. Ja. Nicht so Revoluzzer, wie ich dann bin, dass ich immer dann sage, oh, das kann man noch mit Miro machen und dann könnte man noch Google Slides einsetzen und so. Ja, Miro hat ja auch Vorteile. Und je nachdem, was man muss machen, je nach Thema, kommt das natürlich. Das macht ihr schon, ja. Also ihr seid ja auch Digital Natives, mehr als das. Ich glaube, ja genau, das haben wir von Deborah beantwortet. Im Moment sind keine Fragen mehr, unsere Zeit ist auch schon um. Wenn noch jemand eine Frage hat da draußen von euren Zusehern, übrigens sehr, sehr cool, dass ihr da seid. Ich habe Freude. Wir haben ja nicht allzu viel Werbung gemacht, nicht so viel Tamtam und trotzdem sind einige Leute da, die sich die Zeit jetzt genommen haben, uns zuzuhören. Hat noch jemand eine Frage, dann haut sie jetzt in die Tasten, dann kann ich die schnell noch abfangen von Yannick oder auch von Anessa. Ich sehe sie, sie ist also in Blickweite. Also ich bin offen. Mein Name ist verlinkt bei der Webseite unter LinkedIn. Die dürft mich gerne anfragen, wenn ihr Fragen habt. Das bin ich offen und beantworte euch gerne die Fragen. Yannick, sehr cool, habe ich dich ein bisschen besser kennengelernt. Auch den Studiengang bei der Gelegenheit. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und danke für deine Offenheit und für euch beide, für eure Ehrlichkeit auch, für dieses authentisch sein, da gehört auch was dazu. Hinterher werden es 100 Garantie, alle zu mir sagen, ich habe euch Geld dafür gegeben, dass ihr sagt, das ist alles ganz toll. Ich habe übrigens noch eine Kleinigkeit für euch, dass ich das nicht noch vergesse. Die Schoki nur für Frauen und natürlich als Marketing-Leute könnt ihr sicher mit den Taucherli, mit der Zürcher Marke was anfangen. Nur für Frauen und die andere ist dunkelkräftig, exquisit. Dark, strong, exquisit. Die ist für dich für einmal Gender bedient. Ich denke, das soll bei Schoki erlaubt sein. Das ist, glaube ich, der einzige Ort im Leben, wo das in Ordnung ist. Vielen Dank, merci, dass ich da sein. Ja, sehr schön. Danke auch für euer Dasein. Ciao zusammen.